Servus, jetzt bin ich wieder mal unterwegs, dieses Mal wieder mit dem Boot. Ich befinde mich jetzt da in Amsberg und bin im Begriff, die abends runter zum Fahren bis zur Donau, Kelheim vorbei, bis nach Saal. Da lande ich dann an, gehe dann zu Fuß zum Bahnhof und fahre mit dem Zug wieder zurück nach Amsberg, wo ich gestartet bin. Ja, wettertechnisch müssen wir bombastisch Wetter, ziemlich heiß, 30 Grad werden wir knacken. Morgen wird es nicht ganz so heiß, aber immer noch schön. Und ich freue mich schon riesig auf der Abends zum Fahren, das wollte ich schon immer machen. Das ist schon immer auf meiner Liste gestanden, wenn man jetzt nicht machen ist. Und ich freue mich total und wenn ihr Lust habt, bleibt dabei. Viel Spaß! Also ich fahre jetzt schon eine Zeit lang auf der Abendsitz dahin und ich bin total begeistert davon, weil die so richtig schön ist. Die ist total verwinkelt und wie so ein Labyrinth. Rechts und links ist da das Schilf und man weiß nie, was hinter der nächsten Kurve kommt. Und das ist echt irre. Du kriegst von außen rum überhaupt nichts mit, wo du bist, was da draußen ist. Irre. Also da bist du wirklich abgeschieden von jeglichen Dings. Toll, schön, freue mich total hier. Riesig gut. So, jetzt ist schon das erste Hindernis aufgetaucht. Da liegt jetzt ein Baum quer drin. Unrat hat sich da angesammelt. Aber da ist also ein schmaler Durchlass und ich glaube, da könnte ich mich irgendwie durchmogeln. Ja, müsste eigentlich schon gehen. Probiere ich aus. Also das ist da echt wie in einem Dschungel. Du kriegst da gar nichts mit, was außen rum ist. Ich mache jetzt da eine kleine Sitzpause im Schatten und einem Baum drinnen. Da vorne ist noch so ein kleines Hindernis. Da muss ich irgendwie durch. Aber ist kein Problem. Vorhin habe ich zwei Rehe gesehen, Mutter mit Kind. Das war echt irre, ein magischer Moment war das. Da fahre ich vorbei und ich höre kurz rascheln und dann stehen die 3-4 Meter von mir weg am Schilfrand auf so einem kleinen Kiesstreifen und schauen mich einfach nur an. Gell? Und ich schaue es auch an und ich habe mir dann gedacht, jetzt Kamera raus, ich muss sie filmen, das muss ich irgendwie festhalten. Aber das habe ich gar nicht geschafft, gell? Weil das war einfach so, das hat mich so geflasht ist und dann bin ich so weiter drin und dann sind sie eh verschwunden, irgendwie durch Schilf, durch Wecker, aber das war echt ein geiler Moment da. So, so wie es ausschaut, habe ich das erste richtige Problem.
weil da ist jetzt auch so ein Baum runtergefallen ins Wasser und der macht alles zu. Ja. Da geht nichts mit durchmogeln. Da muss ich irgendwie, ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen sollte. Weil rechts und links davor, da sind ja die Streicher und Brennnessel so hoch wie die Bavaria in Minger. Da kommen wir nicht einfach durch. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich muss erst einmal testen und schauen, was ich machen kann. Was für Möglichkeiten ich habe. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, was ich habe, ist, da so nah wie möglich hinzufahren, irgendwie auf den Baumstamm zum steigen, das Boot rüber zum heben und da ist ja so ein kleiner Durchlass. Okay, das schaut mir noch eine Aufgabe aus. Ja, ich probiere es. Keine andere Option habe ich nicht. War lächerlich, ja. Na Schmarrn. Das war schon echt ein Nervenkitzel, eine Herausforderung. Du da über den Baumstamm zum Tänzeln und nicht schauen, dass man irgendwie reinfällt. Oder das Boot beim Rüberziehen nicht über irgendeine Spitze drüber schraubt und dann habe ich ein Loch drin. Das war nicht ohne. Also ehrlich, muss ich nicht auch haben. Das klingt schon für heute. Aber jetzt geht's weiter und die Donau wartet. Ja, das ist das mit der Wehre. Da muss man dann einfach treideln. Da geht so viel Wasser ab, weil alles in den Kanal nicht geht. Das ist ein bisschen blöd. Aber mei, so ist es halt.
Hey, jetzt habe ich was entdeckt. Da ist ein junger Schwan, der hat nur den weißen Flaum. Also jetzt ist er schon ums Eck, vielleicht sieht man ihn noch. Ohne Eltern. Okay. Vielleicht ist ums Eck schon Papa-Schwan und schiebt sie die Ärmel hoch. Mal schauen. Der arme Kerl, hey, ganz allein. Ich hoffe, dass er es überlebt. Ja. Ich hoffe, dass er groß genug ist, dass er sich irgendwas zum Fressen findet und einfach heranwächst und ein toller Schwan wird. Naja, die Natur ist einfach manchmal erbarmungslos. Aber so ist Werden und Vergehen. Ja. Also, was mich immer wieder fasziniert, hauptsächlich bei Kleinflüssen, bei großen Flüssen nicht, aber bei Kleinflüssen. Man trifft immer wieder auf Gruppen von Enten und die fliegen natürlich davor, die schwimmen davor und immer eine ist dabei, die macht einen auf sterbenden Schwan. Die macht auf lahmen Flügel und die meint so, okay, ich bin leichte Beute, die anderen können flüchten, schnappt mich und wenn dann der Räuber zu nahe kommt, dann fliegt es davor. Ja. Aber diese eine Ente, ja. Wie ist das organisiert? Das ist das. Fühlt sich jedes Mal eine andere Ente verpflichtet? Okay, jetzt mache ich da einen auf verletzte Flügel. Oder wird das ausgemacht? Gibt es so einen Dienstplan? Okay, Samstag ist Daffy Duck Draw, Sonntag Donald Duck, Rest der Woche Tick, Trick und Track. Keine Ahnung. Es ist immer wieder seltsam. Ja. Eine Ente ist dabei, die macht einen auf lahmen Flügel. Ja. Wie machen die das? Ja? Das ist echt interessant. Ja. Ich bin nicht dahinter gekommen. Die schauen immer gleich aus. Ja. Also was da ist, das sind immer weibliche Enten. Also die Stockenten meine ich. Ja. Immer wieder komisch, ja. Und interessant. Die Natur ist einfach ein Mysterium. Mei ist der Fluss schön, mei ist das Boot von schön, mei ist das Leben schön. So ist es. Ich bin jetzt im Ortsbereich von Bad Göcking angekommen. Fließgeschwindigkeit gleich 0, also werde jetzt dann bald das Wehr kommen. Bad Göcking ist ein echt schöner Ort. Ich war erst vor kurzem dort am Campingplatz zwischen Bad Göcking und Neustadt an der Donau. Sehr zu empfehlen. Die haben modernisiert und richtig schöner Campingplatz haben. Da und da vorne ist jetzt schon das Wehr und da muss ich jetzt umdrehen. Okay.
Also das ist echt erstaunlich, wie dicht dass das Schilf da reinwächst in den Fluss. Wenn man mal kurz einen Kontakt aufnimmt zu dem Schilf, dann ist man gleich voller Viechzeug. Spinnen, Krabbentierchen, allerlei Zeugs. Aber es ist cool. Das ist echt der Wahnsinn. Na, schon wieder. Spinnweben. Das ist Outdoor. Hey, Jungs und Mädels. So soll es sein. Raus aus der Komfortzone. Ja. Ich bin jetzt schon eine Zeit lang unterwegs. Da habe ich schon ein paar Wehre umtragen und ein paar Widrigkeiten gehabt mit der Baumstämme. Bin ich durch Bad Göcking vorhin durchgefahren. Das nächste Hindernis ist jetzt dann das Wehr. Felbermühle, das ist da beim Campingplatz. Habe ich schon erwähnt, Campingplatz, super, der ist echt toll. Ausgangspunkt für vielerlei Dinge. Omsberg ist nicht weit weg mit dem 100-Wasserturm. Neustadt, Bad Göcking, kann man gut essen. Ah, zu viel Geschwüder, der Scheiß. Ja. Esel. Kleine Emotionsspitze, gehört dazu. Naja. Schön. Ja. Echt schön. So muss es sein. Jetzt habe ich schon wieder so ein Baumhindernis vor mir. Verdammt. Ja, also bei der Tour hat sich auf alle Fälle bewährt, die Säge mitzunehmen. Wichtig ist, dass die auch griffbereit ist und nicht irgendwo in einem Rucksack, hinten drin, unten drin, unerreichbar. Nein, die muss vorne sein. Sehr gut, ja. Habe ich gar nicht aussteigen brauchen.
man alles vom Boot aus errichten können. Schön. So, jetzt geht es dann mit der Abendsburg zu Ende. Jetzt auf die letzten 2 Kilometer, das ist eine gerade Strecke bis in die Donau bei Eining. Da vorne rechts müsste dann das alte Römerkastell sein, die Ruinen. Die kann man besichtigen und ich glaube vom Wasser aus ist es ein bisschen schwierig, habe ich schon mal gelesen. Da ist der Ranken so hoch, da kommt man nicht nach. Aber das ist jetzt auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist Boot fahren. Mein Campbay, so wie es ausschaut und wie ich auch geplant habe, im Donaudurchbruch aufschlagen. Das ist nämlich eine gute Stelle, die ist ein bisschen uneinsichtig. Eine Kiesbank, da kommt man zu Fuß auch nicht hin. Und da werde ich mein Lager aufschlagen. Da freue ich mich schon drauf. Weil der Donaudurchbruch, der ist schon wirklich echt toll. Mit dem Bergmassiv und die Donau, wo sich da so durchdruckt. Schon schön. Okay. Weiter geht's. So, ich bin jetzt an der Donau angekommen. Die Abends liegt hinter mir. So jetzt ungefähr 40 Kilometer. Jetzt geht es auf der Donau weiter Richtung Donaudurchbruch. Da wo ich nochmal Camp abschalte. Ja, hinter mir ist jetzt da so ein Floß mit Live-Musik. Ein Haufen Leute drum. Die haben meine recht einen Spaß. Hört man's? Ich bin gerade Fürstenfeld. Alter Klassiker aus den 80ern. Ja. Okay. Ich bin jetzt da in einem wirtschaftlich sehr schönen Abschnitt bei der Donau. Das ist kurz vor Stausacker. Da ist da so ein Berg da, so ein bewaldeter und die Donau fließt so schön dahin und ist echt toll. Da sind ein paar Kiesbänke auch da. Richtig schön. Ja, macht echt Spaß da zum Paddeln. Schön. Kommen. Hinter mir ist Kloster Weltenburg. Die machen gerade ein Programm und leiten zusammen.
Naja, wer es mag. Schön hier. Es sind einige Bootsfahrer unterwegs. Natürlich ein Magnet da. Da wohnt sich jetzt schon mein Lagerplatz. Eine gute Stelle. Den steige ich jetzt direkt da hinten. Den Lagerplatz habe ich jetzt erreicht. Ich bin irgendwie zu früh. Ich denke, ich brauche länger. Wenn man denkt, dass ich mein Lager irgendwie da unten rein gut geschützt. Mit Blick auf die Felsen da. Sehr schön. Ein voll idyllischer Ort. Ja. Da sieht irgendwie keiner so her. Da führt kein Weg nicht hin. Man kommt nur mit dem Boot her. Sehr schön, ja. Mein Lagerbau ist noch nicht auf, da warte ich erst, bis die Leute weg sind. Es kann sein, dass noch Ausflugschiffe rauffahren und so, und das muss ja noch nicht sein. Jetzt pflanze ich mich einfach mal her und schaue einfach den Treiben zu. Jetzt kommen die Wilden. Voll der Beat. Die Biester sind echt furchtbar. So, jetzt glaube ich, kriege ich noch ein Problem. Oder ich versuche den Problem aus dem Weg zu gehen. Weil da fliegt jetzt eine Drohne, patrouilliert dabei durch und die haben bestimmt gesehen, dass ich da irgendwie mein Lager aufschlage und jetzt ist das irgendwie, glaube ich, nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, ich packe meinen Krempel zusammen. Und fahr weiter. Bevor sie wirklich noch irgendwie. Dass ich Ärger kriege und den kann ich nicht brauchen. Okay, ich pack zusammen, fahr weiter. Ja, schade, das war jetzt so ein wunderschöner Platz gewesen. Ein Traumplatz. Ruhig,
inmitten von den Felsen. Aber man darf es ja nicht. Ich habe ja auch ein kleines Feuer gemacht, damit wir essen, wann wir schon. Nicht so lange dauert, ist ein Paddler vorbeigekommen. Der hat mich netterweise darauf hingewiesen, dass Feuer echt streng verboten ist, weil die irgendwie der Bezirk Bayern, der möchte das Weltenburg, den Donaudurchbruch, als Naturschutzgebiet ausschreiben. Das heißt, dann darf man es nicht mehr betreten, das Ganze. Gell? Und das möchte natürlich die Leute nicht, die Anwohner und der Kanuverein von Kielheim. Die mögen es natürlich nicht. Und hat mich der Herr halt höflich darauf hingewiesen, ich sollte doch bitte das Feuer nicht machen am Abend, weil die schauen nach. Und das hat nicht lange gedauert, da ist schon eine Drohne drüber geflogen. Dreimal ist drüber geflogen, aber da habe ich das Feuer schon weg gehabt. Ja, so ist es, gell? Ja, Natur muss man schon schützen, das stimmt schon. Man kann es aber auch ein bisschen übertreiben. Ich mache kein Megafeuer, sondern nur in meine Buschbox. Ja, jetzt fahre ich weiter. Vielleicht finde ich außerhalb noch mal ein schöner Platz. Das ist ja doch schon noch 80. Aber ist ja lang hin. Okay. So, jetzt habe ich nochmal einen guten Platz gefunden. Und zwar bin ich jetzt durch Kielheim durchgefahren und bin jetzt da an den Spitz, wo der Rhein-Main-Donau-Kanal in die Donau fließt. Und da ist jetzt eine super Fläche. Da ist eben. Da habe ich noch eine Feuerstelle auch noch. Perfekt. Ein super Platz. Da drüben ist zwar Industrie, ist so ein bisschen ein Lärmpegel, aber ich glaube, dass das nicht so gut ist. Die Muckern sind da genauso schlimm wie ein Donaudurchbruch. Aber es geht ein bisschen der Wind, vielleicht hält es den Hopp. Ja. Okay, jetzt baue ich mich auf, weil jetzt ist es schon noch 9, viel noch 9. Es wird dann bald dunkel, dass ich fertig wäre. Bis dann. Ja, jetzt sitze ich da an meinem Lagerplatz, an meinem neuen. Ich habe es ja fast nicht gedacht, dass ich nur mal einen Lagerplatz kriege. Weil ich bin jetzt ungefähr einen Kilometer von meinem Ziel, wo ich morgen eigentlich hin wollte. Bin ich doch schon so weit. Macht auch nichts, über einen tollen Platz da. Und jetzt genieße ich noch die letzte Stunde, wo es noch hell ist. Und das gefällt mir jetzt trotzdem. Und es ist einfach ein schöner Abend und ein schöner Platz. Da sieht man dann bestimmt auch, wie die Frachter da vorbeifahren am Kanal und am Lagerfeuer. Und einfach schön. Ja. Und niemand stört hier, ich störe niemanden und so ist es richtig.
Tag, guten Morgen. Jetzt ist 6:45 Uhr, da kann man schon mal aufstehen. Es hat gerade eben nur ein bisschen geringt. Die Sonne war auch schon kurz da, aber jetzt ist sie wieder weg. Jetzt ist halt alles bewölkt. Die Nacht war ruhig, kein Wind, kein Gewitter, gar nichts. Und schlafe habe ich einigermaßen gut. So, und jetzt mag ich einen Kaffee und jetzt muss ich erst einmal ein kleines Feuerholz sammeln für meine Buschbox. Also mal einen leckeren Kaffee machen. Okay. Sich draußen zu bewegen und so ein Lager zu machen, ob man jetzt Boot fährt oder wandert, das ist alles so einfach irgendwie, gell? Und nicht so nicht kompliziert. Es bezieht sich nur auf das Wesentliche, von A nach B zu kommen, Lagerfeuer zu machen, Zelt aufbauen, Kaffee kochen, was zum Essen machen und am nächsten Tag alles wieder zusammenpacken und wieder weitergehen. Angenehmer Gedanke, ja. Wäre so einfach das Leben. Da braucht man kein Finanzamt oder Krankenkasse oder ja, den ganzen Scheiß. Hat natürlich schon seine Annehmlichkeiten, ja. Aber ist ja mega kompliziert. Und durch die Kompliziertheit verliert man den Hang zum Wesentlichen, ja. So ist es halt. So, der Ring, der hat jetzt halt aufgehört. Gott sei Dank. Habe ich es erwarten können. Hinten wird jetzt schon wieder hell. Und jetzt die Buschbox habe ich jetzt ausgelassen und habe das Feuer jetzt auf die große Feuerstelle übertragen. Ja, alles mal noch ein bisschen schön. Und wenn es ein bisschen länger anhält, dann bleibe ich einfach nur ein bisschen an den schönen Lagerplatz. So ein Mist, jetzt wollte ich gerade zusammenbacken, jetzt fängt es schon wieder an zu ringen. Sag einmal, habe ich das bestellt? So, jetzt hat sich ein kleines Zeitfenster auf da. Dann habe ich natürlich schnellstens mein Zeug zusammenbackt. Ist ja doch ein Haufen Zeug, wenn man so unter Zeitdruck ist, weil das Ringen gerade aufgehört hat. Dann merkt man erst, wie viel Klump das man dabei hat.
das muss da nicht in die Taschen, das muss in die andere, nein, das passt mir nicht, weil das muss ja da muss das erste hin und hat das ein Zeug auch. Und unter Druck hat man dann ein bisschen Stress. Aber es hat, es ringt auch noch nicht und ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das schaffe ich leicht, ja. Bis dann. So, jetzt verlasse ich dieses schöne Areal. Jetzt muss ich bloß noch mein Paddel holen und mein Stativ. Also ist echt ein super Platz, den kann ich nur empfehlen. Echt gut. Hat Spaß gemacht dort zum Campieren. Ja, das habe ich alles zusammengepackt. Boot ist schon unten. Ich muss noch einsteigen. Noch einen Kilometer fahren bis zur nächsten Brücke. Dann muss ich wieder aussteigen. Dann habe ich ungefähr 1,5 bis 2 Kilometer zum Bahnhof Saal an der Donau. Ja, dann fahre ich wieder zurück nach Omsberg, wo mein Auto steht. Dann war's es. Okay. Dann gehe ich wieder runter zu meinem Boot. Jetzt darf dann schon mal wieder zum Ringen aufhören. Die Abstände werden immer kürzer, wo es nicht ringt. Naja, muss ich halt aushalten. So, jetzt habe ich alles fertig zusammengepackt. Jetzt geht's los zum Bahnhof. So, ich bin jetzt in Amsberg. War jetzt 10 Minuten Fahrt
Da ist jetzt recht Zugang in den Zug drin, da waren ein Haufen Radlfahrer am Bahnhof in Saal schon. Die haben alle Neiming. Und ich mit meinem Wagerl natürlich auch. Okay, aber jetzt bin ich da. Jetzt habe ich noch einen kleinen Fußmarsch zu meinem Auto. Das wo dann da an der Abends steht. Und dann fahre ich heim. Okay. Da schau her. Jetzt kommen wir noch gleich im 100-Wasserturm vorbei. Ja, der ist schon sehenswert. Schon ein besonderes Stück da in Amsberg. Ja, und Chinesenschleier auch aufeinander. Ja, das ist doch ganz schön lange her schon da, bis zum Auto. Aber es geht gut zum Geh und mit dem Wagel zum Ziehen. Hier auf dem Radlweg, auf dem Gehweg. Okay, ich glaube da vorne sehe ich es eh schon. So, jetzt bin ich wieder an meinen Ausgangspunkt angekommen. Jetzt kann man mal ein Fazit ziehen. Es war rundweg eine super Tour. Echt spitze, die abends zum Fahren ist wirklich, macht echt Spaß und dann auf der Donau weiter. Dass es mit dem Lagerplatz in Weltenburg und Donaudurchbruch nicht geklappt hat, bin ich gar nicht besser. Auch wenn es landschaftlich ein viel besserer Platz war, wie da wo ich jetzt war, aber vom praktischen her ist da an den Spitz von der Donau und Rhein-Main-Donau-Kanal viel, viel besser gewesen. Ja, ansonsten gibt es nicht recht viel zu sagen. Ich kann nur empfehlen, dass ihr es auch macht. Und in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus.